Ja, hi und willkommen, mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich will immer Fallen Order sagen. In der letzten Folge haben wir Kobo ein bisschen erkundet und jetzt werden wir weiter ein bisschen Kobo. Ja, wir werden hier noch ein bisschen rummeiern, tut mir leid. Aber hier gibt's noch, es gibt noch so viele Orte hier zu erkunden. Ich muss mir da alles anschauen. Hier ist ein Ort, den ich noch nicht war. Hier ist irgendwie ein Gerücht, da ist ein Ort. Also hier gibt's noch so viel zu tun. Ich muss mich hier noch ein bisschen umschauen, ne? Und solange wir immer noch was Neues finden, ist mir eigentlich vollkommen egal, ob wir jetzt hier, weiß ich nicht. Solange ich nicht an einem Boss irgendwie eine Stunde herumsitze und wir trotzdem irgendwie noch jedes Mal was Neues finden, ist mir halt eigentlich vollkommen egal, was wir machen. Ne? Das Spiel macht Bock, von daher ist es mir egal. Und irgendwann muss es ja gemacht werden, ne? Also ja, wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt hier oben mit meinem Neko auf dem Dach, ne? Ist eine neue Aufnahmesession, von daher ist das Ding wahrscheinlich endlich mal respawned, ne? Die Gegner, die habe ich alle irgendwie da runtergeschmissen. In diesen Kanal, wo letztens dieses Viech hier runtergefallen ist. Also die kommen mir jetzt nicht mehr in die Quere. Ein paar Gegner habe ich erledigt, diese komischen Vögel, die mich immer rammen und mit einem Schlag erledigen. Und ja, wir gucken mal, was da oben ist, ne? Also, boom. So, müssen wir jetzt halt schaffen, jawohl. So, du, bist du noch da? Gut. Dann gucken wir mal, was hier oben so ist, ne? Weil irgendwie, wir haben ja hier irgendwie eine Quest irgendwie, wir müssen irgendwie diese Tür da aufmachen, ne? Und die ist grün, das heißt, wir können auch irgendwie rein, ne? Müssen nur herausfinden, wie. Das sieht so aus, als müsste man die so aufsprengen, das heißt, ich muss irgendwie so eine Bombe finden, ne? Mal gucken, wo wir die finden. Erst einmal, Gott. Guck mal, was hier so ist. Was ist das hier? Hecken. Ah, guck mal hier. Das ist schon mal genau das, was ich gesucht habe. Ah, und ich muss das da durchwerfen. Oh. Na gut. Ich habe vergessen, tun die irgendwann explodieren? Wenn ich die so halte, ich weiß es nicht. Haha. Sehr gut. Oh. Mir hat sich nicht gelohnt. So, gibt es denn noch irgendwann, wollte ich aufspringen? Ich wollte schon sagen, geh da jetzt nicht ran und aktiviere. Warte, ich bin mich ja am Umschauen. Du willst eine Bombe? Okay. Pff. Ich glaube, hier gibt es aber nichts mehr. Ne? Nö. Na gut. Na, guck mal, was hier ist. Mhm. Oh, ist das, was ich denke, was es ist? Stem. Seht ihr, und genau deswegen erkundet man alles. Alles klar. Max Stems erhöht. Mhm, ja, schön. Genau deswegen erkundet man, Alter. Genau deswegen erkundet man alles. Habt ihr diesen Rückwärtssalto gesehen? Der war gut. So, ja, hier sind ein paar Gegner, die ich erledigt hatte. Einige Leute habe ich hier runtergeschmissen. Aber war gut. Gut, das ging sehr viel schneller und sehr viel glatter, als ich gedacht hätte. So, da ist irgendwie noch was. Bin ich da nicht gewesen? Okay, ich muss sowieso zum Meditationspunkt, von daher gucken wir mal. Ich habe mir so eine Markierung gesetzt, ne, damit ich das irgendwie finden kann. Kann ich das wieder lösen? Okay, jetzt habe ich alle Pins entfernt, egal. Na gut, ja. Oh, ich kann doch von dem Vogel aus dahin fliegen, ne? Mm. Okay. Ah, das heißt, ich muss da runter, wo die Leute sind. Na gut. Wir müssten jetzt da unten irgendwo sein. Nein, danke. Sehr merkwürdig, auch zu kämpfen. Lass ich mal lieber. So, hier war das nicht. Boah.
Leute. Ja, wenn ich jetzt noch mal müsste, wo das Ding ist, ne? Der Meditationspunkt da. Konzentration. Konzentration. So, wir haben eins dem dazu bekommen. Da hat sich definitiv schon mal gelohnt. Na, guck mal, wir gehen mal hier hin, ne? Weil da scheint irgendwie. Ah ne, warte mal, das war ja das, wo ich das Schild deaktiviert, den Schild deaktiviert habe. Ne, aber da muss ja noch auch irgendwie was sein dann, ne? Wenn das da blau ist, dann heißt das ja, ich kann da durch, ne? Wir sind noch nicht respawned, die Leute. Verstehe ich irgendwie nicht. Oh, ich muss wahrscheinlich damit so ein mit so einem Viech rüberspringen, ne? Da sind auch Leute. Also wir gehen jetzt mal jeden Ort so ganz kurz mal ab, so gucken wir mal, oh, was finden wir denn da noch Schönes, ne? Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit schon was hier gehört, aber ich dachte, da wäre irgendwie so ein Vogel, irgendwie auf den ich reiten kann. Aber anscheinend nicht. Aha. Ne, hier sieht aber nicht so aus, als könnte ich irgendwie was machen. Ich zweifle, dass ich da runterspringen kann und irgendwie tauchen kann. Okay. Okay, das ist aber hier versperrt und dann kannst du irgendwie ja da lang gehen, ne? Na gut, keine Ahnung. Vielleicht übersehe ich auch irgendwas, aber was soll's. Egal, gibt ja noch mehr Sachen, die wir machen können, ne? Zum Beispiel. Wo gibt es denn noch Orte? Gerüchte habe ich auch noch irgendwo hier, glaube ich, gesehen, aber oh, die werden jetzt hier nicht angezeigt. Hm. Hier ist zum Beispiel ein Ort, wo wir noch nicht waren, ne? Oh, der warte, Fort Carlin, da ist doch da, wo. Hm, lass mal, lass mal. So, hier ist ein Gerücht, ne? Das ist ein Gerüchtzeichen, glaube ich. War, glaube ich, dieses Viech. Lass mal da hingehen. Wir schauen uns hier so ein bisschen um und gucken mal, was es hier noch so zu finden gibt, ne? Und dann irgendwann, wenn wir Bock haben, machen wir mal die Story weiter, ne? So, genau, das ist nämlich das Ding. Ach, die Karte ist immer noch so, hm. Gehe ich ja richtig? Oh, ich habe noch nicht. Der kann ich doch bestimmt irgendwie was erreichen. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Cool. So ein Radar oder so. Irgendwas, ne? Für mich ist das noch zu wenig. So, wie komme ich da runter? Okay. Komme ich da runter irgendwie? Gute Frage, ne? Kann ich da hochspringen? Oh, guck mal hier. Sieh mal, was wir gefunden haben. Einfach unaufbesichtigt liegt das da am Boden. So, das ist so ein Ding zum. Kann ich da runterspringen, mich dann so mit einem Endhaken noch retten in letzter Sekunde? Ich glaube nicht, ne? Kann ich echt nicht mehr zurück? Da ist so ein End. Ne, da ist nicht ein Endhaken, glaube ich. Warte mal, kann ich einfach so runter? Oh. So, und nun. Nichts. Cool, so viel dazu. Gibt es irgendwas hier in der Nähe, wenn ich schon mal hier bin? Dieser Vogel jetzt ist irgendwie schon so ein bisschen verdächtig. Das heißt, ich kann nur bestimmt irgendjemand erreichen, was ich vorher nicht erreichen konnte, ne? Irgendwas Gelbes auf der Karte gesehen. Da zum Beispiel noch irgendwas. Guck mal. Ja, mal. Na, was? Ich wollte eigentlich da oben hin. Und dann unter mir ist hier irgendwo eine Höhle.
Da. Hier. Sehen wir nicht aus wie eine Höhle. Hey. Ich habe im letzten Moment so gesehen. Okay, das ist nicht das, wo ich hin will. Kann ich mir einmal so markieren. Ist so unter mir. Wo? Oh. Das hier? Oh. Einfach weiter angreifen. So, noch ein tiefer. Weiter. Gibt's doch nicht mal an. Hier? Jetzt über mir. Da, ne? Oh, guck mal hier. Knollenschlund, Abu Grün. Boah, das ist ja gar nicht. Oh, guck mal hier. Ich wusste es. Ich wusste, da kommt irgendwas um die Ecke. Aber ich bin ein kluger. Ich bin ein kluger Obdachloser. Ich meine, Jedi. All die Jahre auf der Straße haben mich darauf vorbereitet. Ich meine, im Jedi-Orden. Also viel dazu. Steig wieder was. Ich sehe die Karte nicht. Nur direkt wieder was irgendwie gefunden, was ich nicht öffnen kann. So. Ich hätte gerne die ganze Karte, wenn es geht. Genau, mal versuchen, mich da oben durchzukloppen, wo die ganzen Druiden waren. Mich mal fertig gemacht haben. Na, guck mal hier, da ist auch noch irgendwas. Wenn ich hier so eine Markierung mache, sehe ich die dann so? Nö. Na, schlägst du einen hin? Ha. Was ist das? So ein, zwei Level Ups wären eigentlich auch nicht schlecht. Ich habe so ein paar aus dem Fenster geworfen, glaube ich. Also ich versuche gegen dieses eine Bossviech zu kämpfen. Also ja, das wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht, wenn ich da irgendwie was bekommen würde. So, da ist zum Beispiel noch irgendwo. Hey! So ein paar Minen. Warum schläfst du denn auch Minen mit der rum? Was? Okay. Oh, hier das Ding. Da bräuchte ich so ein Reittier. Ich weiß nicht, wie eins ist. Warte mal, kann ich nicht einfach. Wie kann ich da eins rufen? Anscheinend nicht, ne? Was machen die Leute eigentlich auf diesem Planeten? Ich kann mal versuchen, da oben noch mal gegen die Typen zu kämpfen. Aber lass mal. So, jetzt gehen wir noch mal zum Gerücht, wo ich eigentlich hin wollte. Ne? Würde eigentlich hier hin, ne? Aber ließ er mir ja nicht. Gehen wir mal von da aus sein und gucken wir mal, ob wir da erreichen. Ne? Mir macht das Spiel eigentlich Spaß. Im Moment macht mir das Spiel mehr Spaß als Final Fantasy. Aber das ist bei mir immer so, wenn ich irgendwie kurz davor bin, ein Spiel durchzuspielen, ne, dann habe ich immer irgendwie so, dann sträube ich mich immer. Das hat man bestimmt bei Fire Emblem auch so gemerkt, ne? Je näher ich am Ende kam, desto weniger hat mir halt so Spaß gemacht, weil ich dann weiß, oh, jetzt schleppt sich das so ein bisschen, weil alles irgendwie schwieriger wird, als wird irgendwie, weiß nicht, anstrengender. Und nur so am Anfang bis dann. Ja, immer noch nicht toll. Das ist allgemein bei Fire Emblem. Wir am Anfang machen wir Fire Emblem Spiel mal richtig voll doll Bock, ne? Aber je schwieriger und je länger man
braucht, um die irgendwie weil nicht abzuschließen, die ganzen Kapitel, desto weil nicht weniger macht mir jetzt Spaß immer so. So, Gericht. Ist ja nicht ein Gericht. Oh, hey. Feuer. Ja, unten ist das. Na, was? Was willst du denn hier von mir? Gerücht. Enthülle das Geheimnis der Schlucht. Na, geht es ein bisschen genauer vielleicht? So das Gefühl, ich kann ja noch nicht alles machen. Aber warum würden wir mir dann die Quest geben, ne? Oh, warte mal. Weinliche Kreatur. Kann ich dich zähmen? Hallo? Oh. Guck mal hier. Ganz ruhig, Großer. Kann ich echt sogar. Kann ich mich da festhalten? Oder? Haha. Wow. Hey. Ja, nicht gedacht, dass das funktioniert, aber es hat funktioniert. Sehr gut. Finde ich gut, wenn so ein spontaner Gedanke, der mir in den Kopf kommt, echt funktioniert. Ich habe mir echt gedacht, so ja, ich kann ja jetzt Tiere ja manipulieren, ne? Ich meine, befreunden. Ich gedacht, bei so einem großen Viech funktioniert das bestimmt nicht, ne? Dann habe ich da einfach versucht und dann hat es geklappt. Sehr schön. Okay, solange ich nichts mit meinen Machtfähigkeiten treffe, scheine ich auch keine Macht zu verbrauchen, ne? Da finde ich jetzt sehr gut. Das heißt, man kann irgendwie so experimentieren und so, ne? So, okay, ich dachte, er wäre eine Schlucht. So. Ich nehme an, das gehört hier zu dem Gerücht, ne? Was ich hier gerade mache. So, was habt ihr vor? Bonk. Ja. Was geht ja gerade los? Okay, jetzt eine Menge Gegner. Ja, was geht? Ah! Schon wieder alle direkt hier hoch. Weil ich das sonst nie einsetze. Ich werde auf euch werfen. Ich geblieben, du Stück. So, ich nehme an, ich muss das irgendwie mit mir schleppen irgendwie, ne? Ich hätte einfach hier so blockieren können. Ja, ne? War da doch bestimmt für irgendwas, ne? Oh, Entschuldigung, Kollege. Oh. Oh, muss ich das hier so rüber schubsen? Das geht doch nicht, oder? Da komme ich doch nicht hoch, oder? Ist hier schon wieder ein Boss oder so wartet, ne? Oh, das ist so schön, wenn man hier so durch die Gegend zu rennen, Rätsel lösen, ein bisschen die Macht spielen lassen, ne? Nicht die Muskeln spielen lassen, die Macht spielen lassen, ne? Warte ich mal. Ich habe jetzt einen zusätzlichen Stim.
Schön. Hey, yo. Cosette hat eigentlich Macht? Ich glaube nicht. Doch, ein bisschen, glaube ich. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ob das voll war. Helf mir. Ich glaube, wir werden sowieso aufeinander losgegangen, ne? So, gleich auch mal ein Level up. Dann fühle ich mich schon wieder sicher. Uff. Aber am liebsten würde ich so draufstehen und da drunter schmeißen und dann so darunter surfen. So, ich bin der letzte Jedi. Boom. Immer noch ganz. So, ey, warte mal. So, da, oh, ich sehe schon. Ich soll eine Brücke bauen, ne? Wenn ich das Ding darüber schieben kann, ne? Alles für das da oben. Das sieht aus wie so ein Health-Upgrade, glaube ich. Haha. Boah, setzt wieder eins. Ah. Oh, warte. Ah. Cool. So. Ja, hab ich alles. Naja, da war noch nicht mal der Weg, den ich gehen muss, oder? Cool. So. Ha! Ja, voll darunter gesurft. Dann hat man nie wieder von ihnen gehört. Okay, ich glaube, ich bin zu hoch gesprungen. Irgendwie erwarte ich immer, dass er irgendwie diesen. Ich habe ja früher mal Jedi Knight gespielt hier. Dieses alte PC-Spiel hier von Star Wars. Bringen wir das zu Doma. War mehr oder weniger so der Vorgänger von The Force an, na, nicht The Force Unleashed. Ja, doch, eigentlich The Force Unleashed. So ein bisschen der spirituelle Vorgänger von dem Spiel. Da gab es ja immer so einen Multiplayer-Modus und ich habe immer als Luke gespielt in seiner Pilotenausrüstung, glaube ich. Oder ich habe einfach nur als so ein normaler Pilot, weiß ich nicht. Ich habe mit irgendeinem Piloten immer so online gespielt. Da war so mein Charakter, ne? Warte, ich glaube, da konnte ich hoch. Und jedes Mal, wenn er abgestürzt ist, irgendwie in die Tiefe gefallen ist und irgendwie so auf Coruscant oder so gespielt hast, also, du konntest natürlich überall runterfallen, ne? Und immer wenn er runtergefallen ist, hat er irgendwie so geschienen, so fand ich immer am witzigsten. Oh, ich wusste, da kommt noch irgendwas Übles. Ja, fang. Haha. Nutze die Macht. Ha! Aber ich mache meinen Lichtschwertwurf. Aber das ist jetzt nicht so gemacht. Aber meine Abwehr. Level up. Nein. So, da hier war noch ein Stein. Verdammt. Nimm das. Und da ist noch einer. Nimm das. Und noch einer. Verdammt. Ich hätte viel einfach durchgehen können. Okay. Ich habe jetzt auch diesen Erfahrungsab. Bonus ausgerüstet, dass ich kriege jetzt ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Das werde ich auch wahrscheinlich die meiste Zeit hier ausrüsten. Weil je eher, desto besser, ne? Wenn mein Final Fantasy 16 Playthrough anschaut, der weiß, was ich. Da mache ich genau das gleiche, ne?
Weil je früher man hat ausrüstet, desto mehr bekommt man am Ende, ne? So. Okay, wo bringst du mich hin? Irgendwie war ja nichts. Deswegen musst du mich irgendwo hinbringen. Schätze. Ich habe einfach nur Viereck gelesen. Einfach nur Viereck gesehen, da muss ich einfach angreifen. So. So, und das war nicht das Geheimnis der Schlucht. Ist das schon wieder ein Stim? Ist das schon wieder so ein zusätzlicher Stim? Ich sehe ja schon wieder was Schönes. Was ist das? So eine antike Schatztruhe. Oh. Ah. Jäger. Cool. Ich habe das Gefühl, wir haben das Geheimnis der Schlucht abgeschlossen. 19 von 47. Buff. Bring mich nach Hause. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ja, wir sind gut, alles klar. Ja, noch ein bisschen, alles gut. Ja, ein bisschen, ja, ja, ja. So, erstmal meinen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich hier so konzentriert habe, hier so. Okay. Ich glaube, auf Macht war ich letztens irgendwie. Ne? Wollte ich in Position ausweichen? Ne. Die Dauer von verlangsamen? Ne. Maximale Macht erhöht sich. Ne, hier war irgendwie was, ne? Verheerender Schub. Wesentlich größeren Radius und größeren. Oh ja. Ja, ich glaube, ich brauche ein bisschen. Ja, ich brauche ein paar Punkte. Okay, ich glaube, überleben hatte ich schon alles, ne, was ich haben wollte. Und weiter geht's. So, dann. Was ist denn hier noch, was wir nicht erkundet haben? Hier ist noch ein Gerücht. Finde den verschollenen Prospektoren. Oh, ich dachte, da wäre. Na gut, dann gehen wir da lang, ne? Warte mal. Das ist immer so komisch, wenn ich irgendwie. Du mal entfernen, bitte. Das hier ist südliches Gebiet, Meditationspunkt. Das ist immer so. Die Karte ist so ein ganz klein bisschen anders irgendwie auf der. Wenn ich die ja so aufrufe, habe ich so ein Gefühl. So, hier ist das, ne? Weil jetzt sehe ich die Gerüchte alle wieder nicht. Warte mal, ich habe doch gerade gesagt. Da bin ich jetzt eigentlich ganz. Jetzt heißt das Außenposten. Ne? Ich habe doch gerade gelesen, südliches Gebiet. Oder ist das das, wo ich gerade bin? Genau das gleiche Problem hatte ich irgendwie auf Skin auch, als ich mich zu den einen Ort hier hin teleportieren wollte. Hier mit der Tür. Ja, ist irgendwie anders als hier wieder mir angezeigt wird. So. Ich meine, eins der Gerüchte war doch hier der Rancor, ne? Nicht, dass ich halt irgendwie da wieder rüber stolper, aber das sieht so aus, als war ich hier noch nicht drin, ne? Hier war ich auch noch nicht. Da ist da lang, ne? Warte mal, warte mal, warte mal. Oh, perfekt. Ich habe da gerade gesehen, da war schon wieder so ein Ort, wo wir irgendwie hochklettern müssen, ne? Mit so einem Ding. Machen wir das als erstes. Oder? Oder? Nee. Okay, hier kommt man da so hoch. Ja. Oh nein. Ich glaube, hier war ich aber noch nicht. Boah, warte mal, gib mir mal ein bisschen Zeit hier. Ach, zum Glück sind wir schon wieder. Friss das. Ja, ich brauche mehr Steine. Oh, warte mal, da sehe ich was. Kann ich halt einfach so einsacken ohne. Kein schlechter Sound, das muss ich samplen. Aber es fehlt was. Oh Mann. Oh ja, das ist natürlich jetzt sehr toll. Das ist es. Ja, Sir.
was da unten für eine Schlacht abläuft. Kann ich einfach jetzt hier so. Okay. Ich meine, ich habe gerade so ein Viech bekämpft, also. Ja, ist mir egal. Wir den jetzt ein bisschen schießen. Ja, natürlich finde ich jetzt die ganzen Steine. Aber da ist eine Truhe, die ich nicht öffnen kann, glaube ich. Dann nutze ich eben die Technologie. Oder kann ich halt öffnen? Haha! Jäger! Schon wieder. Ich fühle mich wie so ein Obdachloser, der irgendwie durch so Mülltonnen irgendwie so gräbt. Oh, die Sacke wird mir bestimmt verstehen. Ja, was ist in diesem Mülleimer drin? Oh, geil. Muss zum Naschen. Oh Gott. Ja, und die Gerüchte sind ja markiert, von daher. Stirb. Nein, verdammt. Die Gerüchte sind ja markiert, von daher. Gehen wir erstmal die ganzen Gebiete hier ab, die ich noch nicht erkundet habe, ne? Weil sonst vergesse ich die. Oh Gott, was ist hier los? Paradies. Oh, Entschuldigung. Geht ruhig weiter. Warte. Was, komm mal her. Den wollte ich eigentlich gar nicht treffen, aber okay. Ich meine, den wollte ich total treffen. Aua, war es geplant. Hilfe, Hilfe. Ich kann mich nicht retten. Verpieselt euch. Irgendwas ist hinter mir. Ja, aus dem Weg, Mann. Oh Gott. Alter. Diese Dinger, sie waren immer intelligenter. Jetzt haben sie mir schon Fallen gestellt. Das zweite Mal schon. Gute Leistung. Die weisen Jäger. Warum dreht sich hier auf einmal um Jäger? Meinen die nicht Jedis? Star Wars Jäger, Survivor. Geil. Kumpel. Ja, was? Vielleicht finde ich da drin ja was zu essen. Oh geil. Bomber. Gerade eine andere. Ja, wir haben Finns Jacke gefunden. Bomberjacke. So, kann ich da hochklettern? Nee, ne? Okay. Okay, wir finden Sachen. Wir finden Geheimnisse und Sachen. Ich meine, das Spiel ist ja eigentlich nur so ein Collector-Ton, wenn man hier irgendwie die Stimpacks hier mal nicht mitzählt, ne? Oder die Macht-Upgrades und so. Aber das andere ist mehr oder weniger so ein kleines irgendwie, ja, sammel hier ein paar Klamotten mit, indem du deinen Cal Kestis Barbie-Papier ausrüsten kannst. So, gehen wir zu dem Gericht. Hier wird geht. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, da werden diese blöden Vögel, die mich die ganze Zeit immer anrempeln. Gentlemen. Ah, die habe ich gesehen. Ja, ich schaue ich doch gar nicht an, ey. Pah, ich wollte dann zurückwerfen. Hat er gerade ihn angeschossen? So. Du Sack. Mein Ding ist größer als deins. Wo ist das? Oh mein Gott. So, hier muss ich rein für die Quest, ne? So Gerücht. Ich nenne es Quest. Oder ist das? Ich glaube, da ist das mit dem Rancor, ne? Ja, lass mal. Sieht nämlich schon sehr hart erkundet aus.
Ich glaube, da war das mit dem Rancor. Ne, da war nämlich auch ein Gericht. Na gut. So langsam wird es ein bisschen schmaler, was ich hier noch alles machen kann. Gehen wir. Okay, dokeli. Dann, wo kann ich noch mal meine Gerüchte alle anschauen? Hier nicht, ne, hier. So, ich habe noch ein Gerücht, das ist das mit dem Rancor, ne, den kann ich nicht erledigen. Glaube ich noch nicht. Na gut, warte mal, noch hier. Machtriss. Hier ist noch was. Ich könnte schwören, da war ich aber schon mal. Habe ich mal so nachgeguckt irgendwann. Hört, hört. Ah. Markierungen sind ein bisschen doof. Man könnte irgendwie meinen, die würden irgendwie so hier so erscheinen, so ah, guck mal, du, da ist die Markierung, lauf mal da hinten hin, so, ne, in dem Sinne. Aber habe ich gerade Erfahrungspunkte bekommen? Habe ich gerade meine Dinger irgendwie so eingelagert irgendwo? Das sind ein Nickel in einen Stein und hol ihn später wieder ab. Wieso? Ich kann ihn doch in der Wildnis. Ich kann ihn doch in der Wildnis die ganze Zeit einfangen. Ich meine. Na. Bezirzen. Ach Gott, da ist schon wieder. Ja, ich gehe mal hier durch, ne? Danke. Ich habe doch einen Bock, wie hier fünfmal mit denen heute zu kloppen. Ja, schon der dritte an heute. Was ist das hier? Giftiges Gas. Obi-Wan. Es gibt so ein ganz altes Star Wars Episode 1 Spiel für die PS1. Das würde ich auch gerne mal spielen, wenn ich irgendwie. Aber das gibt es leider nicht mehr. So, ich habe meine Kopie nicht mehr und ich habe so downloaden, so PlayStation Network oder irgendwie sowas, kann es halt auch nicht mehr. Das ist schon zu alt. Da war irgendwie so. Das war ein sehr komischer Mix irgendwie von dem Spiel. Ich will jetzt nicht sagen, das hat so ein bisschen so was von allen irgendwie so ein Mix gehabt, habe ich so ein Gefühl. So, oh, da hätte ich dann. War schon alles oder Teil? Ja, da konntest du irgendwie so die Events von Episode 1 nachspielen und wow, sehr merkwürdiges Spiel. Also irgendwie so von so einer Perspektive hast du irgendwie gespielt, ne? Und du hast da keine Ahnung, du hast als Obi-Wan, du hast als Qui-Gon gespielt. Irgendwann später hat man irgendwie als Captain Panaka, glaube ich, gespielt. Ja, war ein lustiges Spiel. Und es war auch nicht sehr gut. Es war nicht so sehr gut. Nice. Ich glaube, ich hätte einfach aufspringen können. Der hat er gar nicht gemerkt. So. Gott, ist das hier oder? Hier kommt's doch nicht hoch, ne? Ja, wir sind deine Beine nicht kräftig genug, ne? Hier war ich doch schon. Na geht aber falsche. Tut mir leid, Bruder, ich muss noch mal zurückkommen. Ich war da falsch. Da. Was ich auch früher gern gespielt habe, war Star Wars Demolition. Da war so ein, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genre nennt, irgendwie so ein, wo du mit irgendwie Fahrzeugen kämpfen musstest. Heavy Metal, das ist glaube ich irgendwie so der berühmte Ableger, irgendwie, wo du irgendwie so ein Clown irgendwie als Hauptcharakter hast. Und ist so ein blöder Vogel. Gott. Aber jetzt weiß ich, wie ich euch erledige. Ich springe einfach mal nach links oder nach rechts, dann greife ich euch an. Was?
What? Ich wollte den eigentlich auf mich zuziehen und dann auf den anderen drauf werfen. Entschuldige, was? Pff. Alter. Reiten wir los. Boah. Der mich wieder gewonshottet, ey. Diese blöden Mistviecher. Ja, ich hasse jetzt, wie sich die Beine von diesem Viech bewegen. Jetzt. Wie hast du mich genannt? Ich mit dir interagieren. Na, was soll's. So, ich mache Viech sowieso nicht, ne? Da gehe ich aber ab richtig. Sie ist gerade explodiert. Was passiert denn ja schon wieder? Ja, Star Wars Spiele waren irgendwie schon immer witzig, habe ich so ein Gefühl. Also Star Wars Jedi Knight. Auch ein sehr lustiges Spiel. Ja, richtig Bock gemacht. Knights of the Old Republic sowieso, ne? Rollenspiel. Obwohl das irgendwie voll kurz war. Der zweite Teil war irgendwie unfertig, leider. Bisschen doof. Der erste Teil war auch nur so ein bisschen rau an einigen Kanten, hatte ich so ein Gefühl. Aber jetzt siehst du mich, ist klar. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ah. Ich muss voller AP sein, wenn überhaupt. Die machen mich mit einem Schlag fertig, ne? Bloß wie ich. Mit meiner Erfahrungspunkte. Und du auch. Über mehr Erfahrungspunkte. So, und da ist wieder. Diese Tür hätte keine Chance gegen eine Rollmine. Ja, wo finde ich denn die? Finden wir hier eine? Okay, ist grün, das heißt. Das ist grün, also kann ich ja auch irgendwie was machen, ne? Kann ich hochklettern. Na, gute Frage, ne? Irgendwie ist ja nichts. Irgendwie ist ja nichts. Das heißt, ich muss irgendwie hier so rein. Ich muss hier irgendwo draußen eine finden, wahrscheinlich, ne? Hält die überhaupt so lange? Ich habe so mal meine Zweifel irgendwie. Hm. Toll, jetzt wird da die ganze Zeit die grüne Tür stehen und mich daran erinnern, so, hör mal, du kannst ja schon mal machen, ne? So, da ist noch was. Unentdecktes Gebiet steht da. Also, wird ja wohl stimmen, ne? Muss es. Kann ich da irgendwie interagieren? Habe ich da schon mal interagiert mit? Wie sieht's aus, das müsste ich da eine Batterie oder so reintun. Hm. Es ist okay. Willst du mich zum Schotter? Ziel gesichtet. Nur die Schwachen fliehen. Warte mal, da ist eine Rollmine. So. Tun die mir wirklich den ganzen Weg bis dahin folgen? Ich bezweifle es irgendwie. Wir können es mal versuchen. Ich nur gucken, ob ich auswendig weiß, wo ich da hinkomme. So, einen habe ich schon verloren, glaube ich. Nee. So, wird es wirklich so einfach sein? Nee, da ist es nicht. Da ist es. Hm, 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 hm.
Jede Sekunde, Leute. Das soll ich schon ruhig wegpacken, Kerl. Aber ich strahl gerade weg gewesen. Habe ich Panik bekommen. Das müssen wir nur irgendwie schaffen, mich umzudrehen. Und das Ding da drauf zu werfen. So, ich habe zwei Versuche. Boom. Okay. Cool. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ich meine, war extrem weit entfernt. Schotter. Was ist das? Santari Kree. War nicht der Name von hier? So ein Jedi. Santari Kree klingt auf jeden Fall nach so einem Jedi-Namen, ne? Okay, cool. Aber irgendwie ist da noch was. Irgendwie habe ich da was verpasst. Warte mal, ich mal auf die Karte gucken. Ich meine, ich bin gerade auf der Karte, aber irgendwie muss ich da noch was machen. Da muss die Miete. Ich wollte gerade sagen, die ist bestimmt nach Hause gegangen, weil die Langeweile hat. Nee, die geht echt nach Hause. Ach, da bist du. So kommen wir schneller voran. Lass mich da rein. Dankeschön und tschüss. So. Das sieht aber nicht so aus irgendwie. Hier sieht das irgendwie so aus, das könnte ich sogar rüber springen. Da so irgendwie. Komme ich aber nicht hin. Oder komme ich da hin? Da komme ich nicht hin. Oh, warte. Haha. Habe ich gar nicht im Dunkeln gesehen. Nun. Ja. Jetzt sind wir. Oh Gott. Okay. Oh. Meins. Bringen wir das zu Doma. Cool. Wollte ich ja alles finden, ne? Ist doch schön. Ja. Alter, wie lange ist denn das Viech noch da am Rum? Randalieren, ne? Wir müssen die Viecher noch mal fertig sein da unten. Aha. Hier, was geht? Oh, nicht mal zu essen. Ach, schon wieder mal zum Anziehen. Geonosiana. So. Für mich irgendwo hin, keine Ahnung. Cool. Was haben wir denn noch hier? Irgendwie so am Anfang irgendwie so ein Ort, ja, ne? Tatsächlich. Wasser. Da. Ich kann nicht, wie man Controller gerade macht, ne? Hier ist noch was. Und hier. Boom. Wir müssen mal zu, wie heißt dieser Fort Carlin? Ah, nee, das ist ja schon wieder So
Habe ich Abkürzung noch nicht gefunden? So ist hier. Meditationspunkt. Meditationspunkt Erntekamm. Da stand's gerade, ne? Also so muss es ja auch heißen, ne? Pass auf. Jetzt wieder, wenn ich das schon jetzt wieder nicht finde, ne? Ja, storymäßig geht es natürlich hier nicht voran, ne? Spoiler. Aber ist auch egal, ne? Also wir finden was, ne? Story wird schon nicht so beeindruckend sein. Weiß ich gar nicht. Storymäßig habe ich nichts davon irgendwie gehört. Ich weiß, das Spiel hatte einen sehr rauen Start, weil es irgendwie anfangs irgendwie voll war mit Fehlern und so und Bugs und weiß ich nicht alles. Und ja. So, wie hieß das nochmal? Irgendwann mit M war das, glaube ich, ne? Alter, das Spiel macht mich fertig. Ich habe es doch gerade nachgeguckt. Erntekamm, mein Gott. Erntekamm hieß das. Boah. So hieß das, ne? Jetzt gucken wir uns hier mal um. Nee, ich finde das nicht. Hier gibt es keiner, der so heißt. Was zum... Was soll denn das? Meditationspunkt, südliches Gebet. So. Mein Gott. Jetzt muss ich da wieder suchen, ne? Also eine grüne Tür und all sowas. Hier. Meditationspunkt. Fort Karlin. Was? Ach, da war der Boss. Boah. Ne, der war nicht. Was so? War da noch was anderes gerade? Boah, ich drehe gerade durch. Jetzt muss ich da wieder suchen. Boah. Warum hat der nicht. Wo ist das hier? Inaktive Abkürzung. Gehen wir hier hin. Was ist das hier? Der ist auch schon wieder fort, Karl, ne? Boah. Ja, jetzt kann man auch schon wieder meine ganzen Erfahrungspunkte zu verlieren, ne? Das ist so umständlich hier gerade, ne? Ich habe doch gerade noch irgendwo eine andere grüne Tür gefunden. Was ist das hier? Geöffnete Truhe. Was? Warum ist denn das dann noch? Hey, jetzt bin ich hier wieder am Suchen, ne? So, hier sind noch ein paar Orte, nehme ich an. Boom. Was ist der? Ungezähmtes Tiefland. Da gibt es keinen Teleportpunkt in der Nähe. Hier ist was. Knochener Fels. Fort. Alle Wege führen mich nach Fort Karlin. Gehen wir nach Fort Karlin. Gibt's da nicht, Mann. So, jetzt pass auf, dass ich halt auch nicht finde, ne? So. Das findet er natürlich, ne? Ist klar. Okay. Ich will mich immer noch nicht mit diesem Froschviech hier, mit diesen Octobokto-Dingen ja kloppen. Ja, glaub ich, glaube ich, mit einem Schlag irgendwie weggefegt, ne? Na, lassen wir das mal. Aber hier gibt es noch einige Orte, die wir noch nicht erkundet hatten. Oder auch nicht. Ich will hier raus, glaube ich. Ja, ich habe mich mit den Leuten hier alle gekloppt. Muss erstmal raus. Oh Mann.
Cool. Au. Sehr gut, danke. Oh mein Gott. Ich will doch nicht mal gegen euch kämpfen. Alter, Leute. Boah. Ja, ja, habe ich. Ich fand das viel besser, wo man die Gegner verlangsamen konnte. Da hat man irgendwie viel mehr Kontrolle gehabt im Kampf. Okay. So. Da ist irgendwas. Muss da eingehen. Da ist eine Höhle. Cool. Ja. Alles nur die Stadt. Hey. Boah. So jetzt natürlich auch, ne? Aber nichts aus, das kann ich irgendwo hin. Doch. Muss ich nur noch kurz nach unten schauen. Oh, guck mal. Moin. Das ist so geil, ne? Immer liegt am Boden, ich benutze einfach eben Macht 101 zusammen. Irgendwie gibt es ja nichts zum Erledigen. Oh, hier gibt's halt. Ich stelle mir halt so schön vor, so im echten Leben. Ne? Stell mal vor, du fällst irgendwie was runter, ne? Und du machst einfach so, oh Gott, da ist so weit entfernt, ne? Dann benutzt du einfach die Macht. Wuscht. Oh. Der Keks, den ich am Boden. Der mir am Boden gefallen ist. Ich habe den wieder eingesammelt. Der fliegt dann so direkt in meinem Mund. Oh, lecker. Okay. Ja, da ist noch was. Nicht hoch. Sieht irgendwie so. Diese Linien da machen mich irgendwie nervös. Hm. Nein. Ich glaube nicht. Ich kann da hochklettern, aber was wird mir das bringen? Gib mir den, gib mir den. Komm schon, Neko. Ja, da komme ich aber nicht hoch, ne? Bringt mir dann nix. So, mehr gibt es ja wahrscheinlich heute nicht zu erledigen, ne? Hier ist noch irgendwas. Ganz schön, da war ich aber gerade schon. Ja, eigentlich ja, ich kann auch angreifen. Haha. Das ist eine Truhe. Ich würde gerne absteigen. Du Sack. Ich dachte, ich hätte seinen Arm irgendwie so nach oben geschossen. Und er wird dann irgendwie so in die Luft schießen. So. Sieht ein bisschen bunt aus. Boah. So, weil die rot ist. Das ist eine Truhe des Ziff. Oder ist da zum ersten Mal was zum Essen drin? Hi. Und sind die explodiert? Okay, die kann ich auch mit nicht schwer. Warum habe ich keine Erfahrungspunkte bekommen? Was ist das? Und das? Jetzt habe ich Erfahrungspunkte bekommen. Ja, da muss ich doch nicht hin, ne? Ah, natürlich muss ich da rein. Ja, einen Moment. Sie sind hinter dir her. Kämpfe für mich. Ja. Währenddessen schaue ich mich hier um.
Die Prospektoren hatten keine Chance. Kann ich da oben lang? Also überhaupt gegen den gekämpft? Nein, danke. Boah, ihr habt doch gar nicht gegeneinander gekämpft, ey. Hab ich doch voreingelegt hier gerade. Die haben doch nur simuliert, Mann. Oh, verfolgt mich nicht mehr, ne, ne. Okay. Gehen wir mal. Komme ich da irgendwie hin? Komme ich da irgendwie hin? Einfach geradeaus, okay. Ja, was soll immer da ist, das machen wir als letztes. Und dann sind wir heute fertig, würde ich sagen, ne? Haben wir schon wieder viel erreicht heute. Boah. Ernte kam. Ja, da wollte ich doch vorhin. Ich stehe an den Stufen fest. Hm. Ich bin kein Spinner. Aber damit kann ich doch bestimmt irgendwas machen, ne? Keine Scans, okay, BD? Oh Gott, was wird die Bildschirme von mir los? Oh, was hier nur so ist. Ja, irgendwas sagt mir, ich werde mich hier. Oh Gott, hey, ich will mal wissen, wie man absteigt, ne? Da schießt auf den anderen. Ah, endlich mal geklappt. Ah ja, diese roten Schüsse. Nein, ich meine nicht deren allgemeinen Schüsse, die alle rot sind. Hier habe ich denen noch keinen einzigen Schadenspunkt zu. Komm mal her. Mich eigentlich hier noch vorbeischleichen, ne, und mich hier umschauen. Aber er wollte ja schon wieder auf eine harte Tour. Jetzt habe ich mein Lichtschwert auf dich. Und wieder. Und wieder. Alter. Ist das irgendwie ein Boss oder was? Wow! Na, ich habe da auch angegriffen. Fuck. Alter, mach mich. Keine Ahnung, wie fühlt sich das an? Der hat mich auch noch getroffen. Ja, dann mach mich jetzt fertig. Boah, wie ich immer erst den seine Dings hier runterhauen muss, ne? Na, ich verschwinde. Tschüss. Okay. Ich hab keinen Bock, schon wieder meine Erfahrungspunkte alle zu verlieren, Mann. Boah. Ja, wäre so ein normaler Typ, ey. Na, ich mache einen Mutationspunkt irgendwo. Da. Ja, wäre so ein normaler Typ, der hat voll viel ausgehalten. Irgendwann will ich mich hier leicht töten, pass auf. So, da wollte ich eigentlich hin, ne? Sind wahrscheinlich wieder Gegner, ne? So. Das ist eine Abkürzung irgendwo.
Warte mal, lass mich dir mal aktivieren. Warum ist so ein komisches Flimmern jetzt auf meinem Bildschirm, so auf der oberen Seite so? Gott. Oh Gott. Aha. So, warte, da oben ist auch eine Abkürzung irgendwo. Wo lande ich, wenn ich heruntergehe? Da ist dieser eine. Was ist das denn? Ich glaube, da war ich schon mal, ne? So, lass mich einfach nur zum Meditationspunkt. Vielleicht haben wir noch ein paar Gegner jetzt hier gleich kaputt, damit ich ein Level up bekomme. Hier laufen ja wohl ein paar Gegner. Oh Gott, warum? Oh, komm her. Ganz vorsichtig. Mittlerweile weiß ich auch, wie ich euch erledige. So. Was zum? Hallo? Von was für eine Entfernung hast du mich bitte anvisiert? So, da ist die Abkürzung. So, lass mich mal kurz hier reingehen, lass mich doch ein Level abholen, ne? Ich fühle mich irgendwie viel sicherer, wenn ich irgendwie ein Level up habe. Was seid ihr nochmal für Typen? Ah. Ah. Okay. Fähigkeitspunkte halten, cool. So, den gehen wir mal kurz hier aus, ne? Besseren Machtschub. Wollte ich mir, glaube ich, holen. Der Machtschub benutzt ja relativ oft, ne? Verheerender Schub. Das dauert aber auch nicht länger, ne? So, da ist diese. Ja, daran denke ich aber nie. Ja, nehmen wir das. Ich nehme an, das benutzt. Ich benutze trotzdem noch die gleiche Anzahl an Macht, nur halt, der ist jetzt stärker, ne? Okay, das brauche ich nicht. So, hier war eigentlich in dem Baum eigentlich auffällig. So alles, was ich haben will, ne? Verlangsamen von Gegnern, mehr Macht, längeres Festhalten. So langsam weiß ich aber auch nicht mehr, was ich noch so lernen will. So. Lass mich mal sehen. Ja, wir haben Superkräfte. Ich glaube, ich tue die gleiche Anzahl an Dinger anwenden. Aber es ist halt stärker. Warum ist mich offen? Okay. Okay, also der Machtschub ist einfach stärker geworden und nebenbei halt, ne? Kann ich einen Film kriegen, bitte? Hey, was geht, na? Man will ich eigentlich gegen die kämpfen? Ich verstehe das nicht. Sind schon gar nicht hier, ne? Von daher. Verfolgt ihr Viecher mich irgendwie oder was? Ich will euch nicht. Aber was ich machen will, ist ein Part beenden. Und dann, ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns immer noch ein bisschen um in Kobo.
Irgendwie wird mir der Ort nicht langweilig. Hier gibt noch so viele Sachen zu erledigen. Hier oben. Wir können mal versuchen, uns da oben mit den Leuten zu kloppen beim nächsten Mal, ne? Hier sind wir immer irgendwie verreckt, ne? Gucken, ob wir halt diesmal schaffen. Okay, da ist ein Vogel. Bringt er mich irgendwie da so runter? Also, seht ihr, da sind noch so viele Orte, die wir ja erkunden können. Ja, ich meine, Ciel kann warten, ne? Ciel. Sehe ich irgendwie, wie viel? Coworm 46% abgeschlossen. Wir sind noch lange nicht fertig. Aber ist auch egal, ne? Solange wir mal neue Sachen finden, ne? Und stärker werden und Stimpacks finden, gucke ich meine Haare an. So im letzten Sekunde. Tisch. Gut, alles klar. Würde ich sagen, das war's für mich für heute. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Ich hätte nicht gedacht, dass ich die Dinge auch machen kann. Wir lassen ein Like, ein Abo, Kommentar und all das gute Zeug, ne? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Bei Jedi Survivor. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.